Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Ranger. Wir befinden uns in Wingstadt. Seht ihr hier oben links im kleineren Bildschirm? Haben wir hier so eine schöne Karte. Da sieht man auch die Freunde. Also die Pokémon, die wir mitnehmen dürfen. Also derzeit dürfen wir nur 4. Man kann aber bis so 7 aufstocken. Und unten, weiter unten steht dann die Beschreibung zu dieser Stadt. Oder Ort, halt, je nachdem. In dieser unaufgeregten Stadt herrscht ein zumeist gemäßigtes Klima. So. Weiter im Text. Schauen wir mal, was hier oben ist. Ein kleiner Ratschlag von einem erfahrenen Ranger. Verliert dein Fangkorb seine ganze Energie, so kannst du da keine Fangversuche mehr unternehmen. Oder anders formuliert, du kannst deinen Beruf als Ranger nicht mehr ausüben. Um diese äußerst unangenehme Situation zu vermeiden, solltest du regelmäßig deine Informationen speichern. Ich hoffe, dass du dich an meine Worte erinnerst, Alter. Wenn du während einer Mission eine Speichereinheit siehst. Entschuldigt. Ranger Recruit, ich habe eine Frage an dich. Was willst du tun, wenn dein Fangkorb während eines Fangversuchs kurz davor steht, keine Energie mehr zu haben? Die richtige Antwort sollte Flucht lauten. Sich nach genauer Untersuchung der Situation zur Flucht zu entscheiden, kann eine durchaus kluge Entscheidung sein. Solltest du dich zur Flucht entscheiden, ziehe einen Kreis um das Pokémon und berühre dann das Fluchtsymbol. Okay. Ein Ibitak. Das Ibitak unseres Anführers hat eine aggressive Natur und ist das schnellste Pokémon in Fiora. Hallo Dusty, interessiert dich der Dragoran-Bus? Dragoran mag nichts lieber als mit uns Ranger zu fliegen. Genieße die Aussicht und im Nu bist du in einer anderen Ranger-Basis. Allerdings ist es etwas früh für dich, um einen Flug mit Dragoran zu unternehmen. Sobald unser Ranger-Anführer dich für würdig erachtet, kannst du mit dem Dragoran-Bus reisen. Beeile dich und werde ein guter Ranger. Du weißt schon, die Sorte, die das Recht zum Flug erworben hat. Diese Game-Symbole, das sind halt die Pokémon. Ne, wir stehen jetzt gerade beispielsweise jetzt vor allen Plusse. Und hier ist halt, genau, die orangenen Quadrate, die da dort seht. Das ist halt Ein- und Ausgang. So, jetzt genug gequatscht. Jetzt wird gehandelt. Wir müssen in den Fliederwald. Ringstadt können wir... Ups, Dusty, warte. Dusty, bist du ein bisschen aufgeregt von deiner ersten Mission? Keine Angst, das wird Spaß machen. Ich glaube, ich komme mit. Okay. Keine Angst vor Fehlern. Anfängermission. Bereit mit deiner Rekrutenmission zu beginnen? Ziel deiner Mission ist es, Bernhards Pokémon zu retten, das in dem Fliederwald entlaufen ist. Sobald du es gefunden und gefangen hast, bring es bitte schnellstmöglich zu Bernhard zurück. Ich glaube nicht, dass du bei dieser Mission wirklich Schwierigkeiten haben wirst. Bernhard, kannst du uns verraten, um was für ein Pokémon es sich handelt? Es ist mein... du weißt schon, es liegt mir auf der Zunge, bin zu bestürzt. Mir fällt einfach nicht mehr ein, wie man es nennt. Es ist kraftvoll und gleichzeitig elegant. Seine Bewegungen sind geschmeidig, aber es kann auch manchmal tüpelhaft sein, wirken. Was ich damit sagen will, es ist ein Pokémon. Genau das ist es. Es war jetzt nur bedingt hilfreich. Also Dusty, weißt du, welche Art von Pokémon es sich handelt? Ich
komme einfach mit, solltest du etwas nicht verstehen, kannst du mich direkt an Ort und Stelle fragen. Ich glaube, du kümmerst dich besser nicht zu sehr um Bernhards Beschreibung. Okay. Jetzt sind wir im Fliederwald. Dieser üppige Wald wirbelt nur so vom Leben. Ein riesiger Baum droht überall. Gut, wollen wir schon mal ein paar Pokémon fangen? Fang Versuch los. Das ist so cool. Ein Indivier. Los geht's. So. 13 Erfahrungspunkte. Indivier. Wenn Indivis Blatt im Wind weht und es umherwatschelt, ist es ein niedlicher... Doch, es ist ein niedlicher Anblick. Super. Guter Fang. Es war offensichtlich, dass das Pokémon auf deinen freundlichen Emotionen eingehen würde. Oh, hallo, Ranger. Ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Und der Fang kommt, dein Gürtel sieht auch noch so neu und sauber aus. So, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Gibt's bestimmt noch was zu entdecken. Hier ist zum Beispiel ein Zigzag. Das ist aber... Neun Erfahrungspunkte. Zigzag bewegt sich in Zickzack-Bewegungen. Es macht Spaß, ihm zuzusehen. Gut. So. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Nö. Meine Instinkte sagen mir, dass dies die falsche Richtung ist. Okay. Ja. Gut. Fahren wir das hier noch ein. So. Gut. Okay. Da bist du ja, Schwalbini. Dieses Schwalbini gehört jemandem. Hey. So, noch ein bisschen Bonus-Erfahrungspunkte gesammelt, wenn wir mehr Kreise gezogen haben. 15 Erfahrungspunkte. Schwalbini ist ständig in Bewegung. Fange es, wenn es müde wird und sich ausruht. Ich spiele das Spiel übrigens zu 100%, würde ich sagen. Ne? Steht ja aber auch jedes Mal in der Videobeschreibung. Nicht schlecht, Dusty. Dieses Schwalbini ist Bernhards entlaufene Pokémon. Es tut mir leid. Ich wusste die ganze Zeit, um welches Pokémon es sich handelt. Ich wollte sehen, wie du mit der Situation umgehst. Ob du den Antrieb und die Beharrlichkeit hast, das Problem zu lösen, obwohl du nur zu spärlich Informationen hattest. Ich kann nur sagen, du hast mich überzeugt. Nun gut, lass uns das Pokémon zurück zu Bernhard bringen. Oh, 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 mein geliebter Schwalbini. Piu. Wer hätte das gedacht? Hut ab, Ranger. Das zeigt mal wieder, dass Spencer ein erstklassiger Talentspeer ist. Es tut mir leid, dass ich dir all diese unfreundlichen Dinge an den Kopf geworfen habe. Vielen, vielen Dank. Du hast es geschafft. Glückwunsch. Möchtest du wissen, wie meine Rekrutenmission aussah? Ich musste auch nach Bernhard Schwalbini suchen. Gratulation, du hast deine Rekrutenmission bestanden. Du bist nun ein offiziell anerkanntes Mitglied der Pokémon Ranger.
Anführer, wir brauchen Hilfe. Einige Bäume stehen in Flammen. Was? Wie konnte das denn passieren? Dusty, bereite dich darauf vor, ein Feuer zu löschen. Ja, in einer Situation wie dieser müssen wir das Ziel beseitigen. Hindernisse beseitigen ist ein Prozess, der ein Problem beheben kann, indem man sich die Fähigkeiten gefangener Pokémon zunutze macht. Ich erkläre es dir anhand dieser Bäume. Berühre zuerst das Ziel, in diesem Fall ein brennender Baum, um es zu analysieren. Brennender Baum, nicht auszudenken, was da alles passieren kann. Lösche den die Flammen sofort. Benötige Fähigkeit ein Wassereinheit. Sobald du ein Hindernis berührst, werden wichtige Informationen auf dem Topscreen angezeigt. An der Stelle an der benötigten Fähigkeit steht, sollte ein Wassersymbol zu sehen sein. Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Pokestärke Wasser benötigt wird. In anderen Worten, man benötigt Wasser, um das Feuer löschen und damit auch unser Problem zu lösen. In unserem Fall brauchen wir also ein Pokémon mit dem gleichen Symbol wie das Wassersymbol und das Hindernis zu beseitigen. Ich werde mich darum kümmern, ein Pokémon mit der geeigneten Wasserfähigkeit zu finden. Spencer fängt Pokémon in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Schaue, er ist schon wieder zurück. Dieses Hydropie ist ein Pokémon, was Wasser kontrollieren kann. Um sicher zu gehen, berühre das Hydropie mit den Touchpad und stelle sicher, dass das Wassersymbol erscheint. Okay, wir haben gerade sichergestellt, dass die Fähigkeit des Hydropie die geeignete ist. Was bedeutet es also, wenn das Pokémon und das Hindernis die gleichen Symbole haben? Es bedeutet, dass dieses Pokémon das Hindernis beseitigen kann. Okay, pass jetzt genau auf. Ich werde jetzt demonstrieren, wie man das Feuer löscht, indem man die Fähigkeiten des Hydropie verwendet. Berühre zuerst das Pokémon. Danach ziehst du eine Linie von diesem Pokémon zu deinem Ziel. In das Pokémon. Genau. Vielen Dank, Hydropie. Siehst du, so beseitigt man ein Hindernis. Dusty, jetzt bist du an der Reihe. Lösche das Feuer auf den anderen Baum. Gut, jetzt müssen wir irgendwo noch einen Hydropie finden. Da haben wir noch eins. Super. Super. Hydropie ist ein sehr gefügiges Pokémon und kann kleine Farmen löschen. Okay. Zack. Die Flammen des Ziels konnten sehr schnell gelöscht werden. Wir haben es geschafft. Das war buchstäblich eine Feuerprobe, aber du hast die Herausforderung bestanden. Mission geschafft. Vielen Dank, Pokémon Ranger. Ich wollte etwas sagen, aber ich konnte nicht. Es ist mein Fehler, dass die Bäume Feuer gefangen haben. Ich habe Ranger gespielt und wollte ein Pokémon fangen. Dabei habe ich es wohl aufgeschreckt und es hat Feuer gespuckt und dann brannten die Bäume und es tut mir so leid. Ich werde versuchen, mehr über die Emotionen der Pokémon zu lernen und vor allem ihre Gefühle zu respektieren. Es tut mir wirklich sehr leid. Gut gesprochen, kleiner Mann. Man braucht Mut, um so etwas zu sagen. Aber vergiss deine Worte niemals. Es ist Zeit, zu Ranger Bass zurückzukehren. Du hast während deiner Rekrutenmission sehr beeindruckende Arbeit geleistet. Um ehrlich zu sein, ich hatte nicht erwartet, dass du dich so gut schlagen würdest. Mach weiter so. Solana, Dusty, ich möchte, dass ihr beide zur nächsten Mission in Ringstadt auf Patrouille geht. Wenn etwas Wichtiges passiert, lasst ihr
es mich sofort wissen, verstanden? Alles klar. Missionen sind nicht der einzige Teil im Leben eines Rangers. In der Stadt zu patrouillieren ist nur eine der wichtigen Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Also los, mal sehen, was die Bewohner zurzeit so zu erzählen haben. Sie sehen schon hübsch aus, ne, Solana? Hast du das gehört? Das war der Schrei eines Pokémon. Es kam aus dieser Richtung. Warte, so warte doch. Warte, mein Schwalbini. Beruhige dich doch bitte, mein heißgeliebter Schwalbini. Das Mino wird von diesem Schwalbini gejagt. Warte, das ist doch Bernhard Schwalbini. Wir müssen dieses Mino retten. Wir müssen Bernhard Schwalbini fangen und es beruhigen. Okay. Dusty, schau doch. Schau dir dieses Minion an. Bernhard Schwalbini ist in einem Schockzustand. Es kann nicht bewegen. Dusty, du hast deine Chance. Fange Bernhard Schwalbini und beruhige es. Du hast es geschafft, Dusty. Wenn das mal nicht Dusty ist. Du hast mein Schwalbini schon wieder gefangen. Dafür gebührt dir mein Dank. Bernhard, verrätst du mir etwas? Wieso war dein Schwalbini hinter diesem Mino her? Für mich stellt sich das so dar. Ich war so glücklich, als mein Schwalbini wieder bei mir war. Also habe ich mein Pokémon gestreichelt und ihm jedwede Aufmerksamkeit geschenkt. Ich glaube, dieses Minion hier wurde aufgrund der ganzen Aufmerksamkeit für mein Schwalbini etwas eifersüchtig. Also fing es an, mein Schwalbini auf die Nerven zu gehen. Mein Schwalbini hat es eine Weile lang ignoriert. Aber das Minion war so unnachgiebig, dass mein Darling doch böse wurde. Ich verstehe. Minion, du sollst dich bei Bayernherz Schwalbini entschuldigen. Mimi! Dieses Mino, vielleicht ist es einfach nur einsam. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Darling Schwalbini, lass uns dieses Mino vergeben und dann nach Hause gehen, okay? Mimi! Bernhard hat es ja schon gesagt, vielleicht fühlt sich das Mino einfach nur einsam. Schau nur, wie sehr er sich schon an dich gewöhnt hat, Dusty. Ich glaube, es möchte verhätschelt werden. Dusty und Minun fühlen sich auf emotionaler Ebene verbunden. Die Daten von Minun wurden im Verzeichnis registriert. Minun betäubt andere Pokémon mit einem starken elektrischen Schock. Dusty, es macht den Eindruck, als würdest du dieses Pokémon bereits kennen. Stimmt doch, oder? Ist das so? Du hast es schon einmal im Herbst genau gesehen? Es hatte einen Zusammenstoß mit einem Hundemon und dann hat es sich an dein Bein geklammert und ist auf diesem Weg mit dir nach Riesenstadt gereist, Dusty. Scheint, als hättet ihr zwei dann sehr kurz eine ganze Menge erlebt. Da fällt mir etwas ein, Dusty, du hast doch noch kein Partner-Pokémon, oder? Ich glaube, dieses Mino wäre das perfekte Partner-Pokémon für dich, Dusty. Ich habe da ein gutes Gefühl. Mino ist nun dein Partner-Pokémon. Das wäre also geklärt. Du kannst dich glücklich schätzen, Minun. Von jetzt an sind Dusty und du Partner. Lass uns die Patrouille fortsetzen. Minun, du bist jetzt ein Teil des Teams. Okay. Fangen wir hier links an. Das Klima in Ringstadt gibt einem das Gefühl, dass es Frühling ist. Ein sehr angenehmes Klima. Man kann hier gut leben. Manchmal macht es mich aber auch ein bisschen schläfrig. Mein Lieblings-Pokémon? Vielleicht kannst du es ja erraten. Pikachu, weil es so süß und liebenswert ist.
Das ist richtig. Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Es tut mir leid, dass mein Vater so viel Aufruhr verursacht hat. Keiner hat ein Problem damit, dass er seine Pokémon so liebt, aber manchmal übertreibt er einfach eine Spur. Er bedrängt Schwalbini so sehr, dass dieser gar keine andere Wahl bleibt, als davon zu laufen. Ich wünschte, ich hätte einen Partner-Pokémon, wie du eins hast. Es muss sehr viel Spaß machen, es auf Spaziergänge in den Fliederwald oder zu anderen Plätzen mitzunehmen. Du bist auf einem Spaziergang mit deinem Pokémon, oder? Das einzige Pokémon, das du in der anderen Stadt mitnehmen kannst, ist dein Partner-Pokémon. Es ist möglich, dass gefangene Pokémon dich auf deinen Wegen begleiten. Es ist dir allerdings nicht gestattet, wilde Pokémon aus ihrem natürlichen Umfeld zu reißen. Denn nur so kann das sensible Gleichgewicht der Natur aufrechterhalten werden. Das Ganze sieht schon wieder anders aus, wenn es sich um einen Ausnahmeranger handelt. Die Erfahrung eines solchen Ranger hilft einem Pokémon, wenn es sich in einer fremden Umgebung befindet. Hey, spring auf das Dodo und sei bei der Prüfung dabei. Entschuldigung, das war etwas vorschnell. Wir haben die Vorbereitung noch gar nicht abgeschlossen. Aber du kommst doch wieder, oder? Willkommen bei der Graslandprüfung. Der momentane Highscore liegt bei 5000 Punkten. Okay. Gehe von hier aus Richtung Norden und du gelangst zum Fliederwald. Gehst du hingegen nach Osten, erreichst du die Ebene von Kisara. Sag mal, bin ich ein Wegweiser oder was? Schau mal einer an, was für ein niedliches Pärchen. Oder bahnt sich da erst etwas an? Vielleicht seid ihr ja auch nur zwei Ranger auf Patrouille? Das wusste ich doch, ich habe euch nur ein bisschen aufgezogen. Wir patrouillieren in der ganzen Stadt, wir können sogar von Haus zu Haus gehen. Wusstest du, dass in der Fiore-Region verschiedene Arten von Pokémon gibt? Ehrlich? Es gibt 17 verschiedene Arten von Pokémon. Und du wusstest das tatsächlich? Inwiefern? Hier war ich auch schon drin, ne? Ja. Gut, dann können wir ja eigentlich wieder zurückgehen. Melde mich von der Patrouille zurück, Spencer. Willkommen zurück, ihr beiden. Entschuldigt. Das Milo, ist das denn? Ist das nicht das gleiche Milo, das uns am Bein von Dustin hängt, von Herbstnau hier begleitet hat? Ja, es ist genau dieses Pokémon. Wir haben es auf unserer Patrouille gefunden. Wir wissen, dass dieses Milo manchmal nicht einfach ist. Es hat schon den einen oder anderen Ärger verursacht. Es scheint allerdings nicht vergessen zu haben, wie das sie es gerettet hat. Spencer, ich erkläre besser. Du brauchst es gar nicht zu erklären, Solana. Es ist offensichtlich. Dusty hat dieses Minion als Partner-Pokémon ausgewählt, richtig? Das sieht man sofort. Sie wirken jetzt schon wie ein gutes Team. Vielleicht sollte ich noch einmal ein paar Dinge zum Thema Partner-Pokémon erwähnen. Jeder Ranger darf genau ein Pokémon als Partner auswählen. Dieses Partner-Pokémon muss auf einer emotionalen Ebene mit dem Ranger verbunden sein. Partner-Pokémon dienen nicht nur dazu, niedlich auszusehen. Sie sind ein Teil dieses Teams und sollen ihren Ranger helfen. Ich hoffe, dein Milon wächst in der Rolle eines guten Partner-Pokémon. Ich werde dir jetzt etwas zu der Spezialfähigkeit deines Milons erzählen. Mein Plus ist deinem Milo sehr ähnlich. Ich kenne mich mit dieser Art Pokémon also ganz gut aus. Wenn du die Fähigkeit eines Pokémon einsetzen möchtest, benötigt das Pokémon dazu etwas. Dein Partner-Pokémon benötigt Partnerenergie. Diese kannst du sammeln, indem du während der Fangversuche Kreise Pokémon siehst. Das ist Partnerenergie.
Nach jedem vervollständigen Kreis während eines Fangversuchs fühlt sich die Energieleiste deines Partners etwas auf. Ich werde jetzt einige Kreise um einen Pokémon ziehen. Schau, wie sich die Partnerleiste langsam füllt. Siehst du, die Partnerleiste füllt sich auf. Es ist immer von Vorteil, möglichst viel Energie in der Partnerleiste zu haben. Berühre das Symbol in der unteren rechten Ecke des Touchscreens, um Minots Fähigkeit zu verwenden. Hast du bemerkt, dass sich der Bildschirm verändert hat? Hier willst du das Pokémon, Partner oder gefangenes Pokémon, dessen Fähigkeit du verwenden möchtest. Berühre auf dem Touchscreen ein Pokémon. Beschreibung und Daten werden auf beiden Bildschirmen dargestellt. Mino kann Elektrizität und so. Hast du dich für ein Pokémon entschieden, dann berühre bitte Pokestärke. Dein Mino wird nun seine Fähigkeit einsetzen, um dir bei deinem Fangversuch zu helfen. Ich denke, du hast verstanden, wie du die Fähigkeit deines Partner-Pokémons einsetzt. Oder soll ich es zur Sicherheit noch einmal erklären lassen? Ein Partner-Pokémon bei sich zu haben, gibt mir eine gewisse Sicherheit und stärkt zudem meine Zuversicht. Wenn es keine neue Mission gibt, dürfen wir dann erneut auf Patrouille gehen? Mal sehen, im Moment sieht es nicht so aus, als hätte ich eine Mission vor euch. Okay, so lange, begib dich auf eine Einzelpatrouille in den Fliederwald. Alles klar. Seit du in dem Ringstand angekommen bist, fühle ich eine ganz neue Motivation in mir. Ich werde wieder viel härter an mir arbeiten, jetzt da ich weiß, dass ein hoffnungsvoller Ranger hier arbeitet. Ich hätte mich fast schon wieder im Fliederwald verlaufen, keine Orientierung mehr. Aber das ist jetzt nicht mehr wichtig. Spencer, lange nicht gesehen. Ich hoffe, es erging dir in der Zwischenzeit gut. Und wen haben wir hier? Dieser junge Ranger ist die Rekrutenhoffnung, von dem du so viel erzählt hast. Es freut mich, Sie wiederzusehen, Professor Hastings. Sie liegen richtig. Dies ist unsere neue Rekrutenhoffnung, Dusty. Ah, hallo Dusty. Ich bin Professor Hastings. Freut mich, dich kennenzulernen. Wir müssen ja nicht so formal sein, oder? Du darfst mich also ruhig Professor nennen. Übrigens, Professor, ich wollte mit Ihnen über den neuen Fangkomm reden, den Sie bei uns gelassen haben. Sie nannten ihn Super Fangkomm, richtig? Er macht seinen Namen Ehre und ist tatsächlich herausragend. Eines bereitet mir allerdings Sorgen. Was ist, wenn einer dieser Fangkomms in die Hände von Bösewichten geraten würde? Du machst dir ganz umsonst Sorgen, Spencer. Nur die Anführer der vier Ranger-Basen wissen von diesem Super Fangkomm. Oh, das war vielleicht etwas laut. Naja, dieser Fangkomm ist sowieso nur ein Prototyp. Übrigens, Spencer, das bleibt unter uns, aber ich hatte eine ganze Reihe neuer guter Ideen. Darunter war eine Idee, mit deren Hilfe ich den Super Fangkomm noch einmal verbessern kann. Ich konnte es gar nicht erwarten, dir von dieser Idee zu erzählen. Deswegen bin ich sofort nach Ringstadt gekommen. Also diese brillante Idee. Ja, Professor, können Sie eine Sekunde warten? Hör mal, das kannst du mir schnell einen Gefallen tun. Geh nach oben und sieh nach, wie es meinen Imitak geht. Ja. Jetzt auf einmal ablenken hier. So. Jetzt haben wir genug verquatscht hier. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Von Let's Play Pokémon Ranger. Ich hoffe, es hat uns soweit gefallen. Däumchen werden Träumchen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.